Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Sue von Made Berry und ich zeige dir heute, wie du diese Zitrone mit Aquarellfarben malen kannst. Dafür starten wir mit einer Vorzeichnung. Du kannst sehen, dass die Zitrone eine runde Form hat, die aber nicht ganz glatt ist. Das heißt, wir haben so leichte Hubbel auf unserer Schale. Außerdem siehst du noch, dass wir sowohl am Ende als auch am Anfang wieder einen kleinen Vorsprung haben. Ich würde das Ganze jetzt so angehen mit einem Bleistift, dass ich zunächst einmal mir in die untere linke Ecke einen ganz unregelmäßigen Kreis, der eher ein bisschen an eine Ellipse erinnert, ziehe. Du siehst, ich habe jetzt hier drauf geachtet, dass auch wirklich die Schale nicht ganz glatt ist. Und wenn ich diese Form gezogen habe, würde ich jetzt im nächsten Schritt gucken, dass ich diese Vorsprünge noch ergänze. Hier hing damals der Stiel dran und das ist der vordere Teil. Das bedeutet, beim vorderen Teil würde ich jetzt einfach diese Erhebung noch hinzufügen und da, wo mein Stiel später ansetzt, würde ich ebenfalls eine unregelmäßige Form ergänzen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich auch schon die Linien wegradieren, die ich nicht mehr brauche. Als nächstes würde ich jetzt noch einen Stiel und ein paar Blätter ergänzen. Für den Stiel halte ich wieder meinen Stift relativ weit hinten, damit ich nicht zu grafisch arbeite, sondern so ein bisschen zackiger. Und setze mir hier einfach so einen abgeknickten Stiel dran, der auch so ein bisschen unregelmäßig aussieht. Da können die Linien auch ruhig mal so ein bisschen hügelig sein. Und an meinen Stiel setze ich jetzt noch ein paar Blätter. Einmal auf der rechten Seite einen kleineren Stiel. Und daran packe ich jetzt ein großes Blatt. Auch das Blatt ist bei mir nicht grafisch, sondern so ein bisschen unregelmäßig. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite jetzt auch einmal. Da werde ich jetzt aber zwei Blätter ergänzen, weil eine ungerade Anzahl an Elementen im Bild sieht immer fürs Auge schöner aus als eine gerade. Deshalb packe ich jetzt hier noch ein großes Blatt hin und an die andere Seite noch ein etwas kleineres. Bevor es losgeht, kannst du deine Skizze mit einem Radiergummi ein kleines bisschen abschwächen, damit du später nicht zu dunkle Linien unter deinem Aquarell hast, die du nicht wegbekommst. Im nächsten Schritt mische ich mir jetzt einmal eine hellgelbe Farbe an, also eine gelbe Farbe mit relativ viel Wasser vermengt. Wir starten nämlich beim Aquarellmalen immer mit einer hellen Farbe und werden Schritt für Schritt dunkler. Das bedeutet, ich habe mir jetzt hier relativ viel Wasser reingemischt und beginne damit, dass ich meine ganze Zitrone jetzt einmal komplett einfärbe, aber ich versuche an der linken Seite ein, zwei helle weiße Stellen stehen zu lassen. Das sollen dann die Lichtpunkte im Bild sein. Und jetzt, wo das Ganze noch nass ist, gehe ich wieder in meine Farbe rein, aber ich nehme mir diesmal ein bisschen dunklere Farbe auf. Das heißt, ich mische ein bisschen mehr Pigment dazu, damit die Farbe dunkler wird und kann jetzt an der Seite, wo es etwas schattiger ist, in die nasse Fläche etwas dunklere Farbe reintupfen. Je nachdem, wie viel Kontrast deine Zitrone jetzt schon hat, kannst du aber auch noch mal ein Ticken dunkler werden. Du kannst zum Beispiel auch einfach einen zweiten Gelbton hinzufügen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier gerade mit dem helleren Gelb gestartet und würde jetzt von meinem dunkleren Gelb einfach noch ein ganz kleines bisschen aufnehmen mit meiner Pinselspitze, ganz hoch pigmentiert, und würde damit jetzt noch mal ein wenig dunklere gelbe Farbe an meiner rechten Seite noch ergänzen. Und die Zitrone lasse ich jetzt erstmal so trocknen und kümmere mich währenddessen um die Blätter. Auch hier starten wir mit einer ganz hellen Farbmischung. Ich starte mit einem sehr goldigen Grün und gebe auch hier viel Wasser in meine Farbmischung, damit das Ganze sehr transparent wird. Und kann jetzt damit starten,
das Blatt einmal komplett mit der hellen Farbe zu grundieren. Ich beeile mich bei der ersten Schicht etwas, damit meine Farbe jetzt nicht durchtrocknet, denn ich möchte, genau wie bei der Zitrone selbst, die Blätter auch ein bisschen mit einem Verlauf verzieren. Deshalb gehe ich jetzt einmal in einen anderen Grünton, der etwas kräftiger ist und auch etwas oliviger, nicht ganz so gelblich, und gebe auch jetzt hier einmal ein wenig dunklere Farbe an einigen Stellen hinzu und lasse die Farben von alleine ineinander verlaufen. Je nachdem, wie dunkel deine Blätter jetzt geworden sind, kannst du auch noch mal mit einem noch dunkleren Ton hinterhergehen. Und auch das können wir jetzt erstmal trocknen lassen und uns einen etwas dünneren Pinsel schnappen und mit dem einmal unseren Stiel malen. Hier starte ich wieder mit einem helleren Braunton als Basis und male erstmal den ganzen Stiel vorsichtig mit meinem dünnen Pinsel aus. Solange das Ganze noch nass ist, gehe ich auch hier mit einem dunkleren Braunton nochmal hinterher. Da kann ich zum Beispiel auch direkt ins Farbnäpfchen gehen und mir ganz hochpigmentierte Farbe rausnehmen mit meiner Pinselspitze und anschließend an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dunklere Farbe noch ergänzen. So lassen wir das Ganze jetzt einmal komplett trocknen. Wenn das Ganze getrocknet ist, können wir auch schon die restlichen Linien von unserer Skizze einmal wegradieren und zuletzt mit einem dünnen Pinsel noch letzte Details ergänzen. Das sind ja zum Beispiel bei Blättern die Blattadern. Dafür mische ich mir jetzt einmal einen mitteldunklen Grünton an. Ich nutze denselben Grünton, den ich eben auch für meine Blätter benutzt habe, dieses Olivgrün, und schaue, dass dieser Ton weder zu hell noch zu dunkel ist und kann jetzt so ganz bisschen die Blattadern damit andeuten. Hier in der Mitte unterbreche ich sogar meine Blattadern, damit das Ganze nicht zu starr aussieht, sondern schön locker leicht ist. Dasselbe mache ich bei meinen anderen Blättern auch. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen interessanter zu gestalten, gehe ich nochmal in meine dunklere Farbe rein. Da gehe ich einfach wieder in mein Farbnäpfchen und hole mir mal ganz hochpigmentierte Farbe mit meinem dünnen Pinsel und kann jetzt zum Beispiel noch ein, zwei Linien auf den Blattadern ein wenig verstärken. Ein paar weitere Punkte hier und da mit meinem dunklen Grünton machen die Blätter auch noch mal etwas mehr texturiert. Und fertig ist meine kleine Zitrone.